Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar sind wir heute wieder auf meinem Dunkeleisenzwerg, auf meinem Paladin und wir wollen wieder ein bisschen weiter leveln. Mittlerweile ist der Stufe 39 und ja, wir haben uns wieder eine Gruppe aus dem Stream gebastelt und werden wieder ja, die ein oder andere Instanz angehen. Aber diesmal kriegen wir einen kleinen Bonus und zwar ist ja der 14. Geburtstag und ich kann mir hier einen Buff draufhauen, dass ich quasi mehr EP kriege. Und zusätzlich gibt es hier auch noch zwei Quests. Bevor ich jetzt den Invite annehme, schaue ich jetzt mal. Gut, das bringt 10k, das ist gar nicht schlecht. Okay, wir können nur eine von beiden machen. Aber, schaut mal, die bringt 22.000 EP und ist täglich machbar. Und da muss man quasi nur so ein Rätsel lösen. Und zwar müssen wir mal schauen, welcher Kult. Okay, gut, das weiß ich schon mal wieder nicht. Kult gehören, wurde orkische Schatten haben keine Verbindung gebracht. Keine Ahnung. Brennende Klinge? Okay, das war falsch. Man muss das teilweise ein bisschen durchprobieren. Das haben wir bevor Magiesüchtige folgt der... Ach fuck, jetzt ist es losgegangen. Das weiß ich sogar. Die Frage weiß ich sogar. Die gebe ich jetzt schnell ab, dass ich es nicht vergesse. Und das kann man quasi einmal täglich machen. Und wenn der Char, glaube ich, hoch genug ist... Achso, da haben wir die Quest. Oh nein, diesen Laden, den hasse ich so. Wir können diesmal versuchen, ob wir den Skip hinkriegen, ne? Es gibt da nämlich die Möglichkeit, dass du direkt zum Endboss kommst. Ach indem ja, wir haben es jetzt mal versucht. Genau, und das können wir diesmal nochmal probieren. Jetzt mache ich bloß hier dieses Quest-Ding bloß einmal kurz. Jetzt habe ich eine andere Quest. Welche Goblin... Ach, die Naturschätze. Die Venture Co. macht das doch, oder? Ja, das ist richtig. Und dafür müsste ich jetzt die 22k kriegen, oder? Ja, seht ihr, und die Abzeichen. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. So viel kriegst du eigentlich für keine andere Quest, oder? Wenn ich jetzt mal hier irgendeine Quest gucke, wie viel EP, die bringt 5k und die hat mir jetzt 22k gebracht. Also, das ist schon wesentlich besser. Ist auch jetzt im Verhältnis von dem, was ich fürs Level brauche, relativ viel, ne? Weil ich glaube, für ein Level brauche ich jetzt ein bisschen über 100k. Und das sind 22.000, dass ich es nur rausbringe, schon ein recht hoher Wert. Ach kacke, jetzt habe ich hier den Timer nicht gestartet, was ich eigentlich machen wollte. So, wir versuchen jetzt hier mal was. Und zwar kriegst du ja die ganze EP durchs... Oh scheiße, ich hätte vielleicht die Bubbles... Okay, das war jetzt schon viel Damage. Ich habe ja noch gar keine Heilung, sehe ich gerade. Eigentlich kriegst du ja die ganze EP durch den Dungeon-Abschluss, ne? Und das Schöne ist aber, dass wir hier theoretisch nach der Tür direkt den Endboss hätten und anscheinend geht die Tür auf, wenn du einen Boss da vorne tötest. Also musst du nicht die ganze Instanz machen. Sollte das klappen? Ich weiß es halt nicht, ne? Das hat bloß letztes Mal einer gemeint, dass das geht und wir probieren das jetzt einfach mal. Ed. Habt ihr geedet? Oh. Lol. Haben sie dich einfach weggestellt? Ja, super, jetzt haben wir natürlich keiner. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Diese wir haben sogar zwei Putt-Gruppen geaddet. Bringt einfach nochmal runter dann. Ich hab Reinkarnation. Müssen wir die halt töten. Ich glaube, die heilen sich auch gegenseitig. Das ist ein bisschen blöd. Die sind nämlich relativ stark, diese Putt-Gruppen. Warte mal, ich. Okay. Nee, zwei sind zu viel. Müsst ihr echt aufpassen, dass ihr da nichts addet. Die willst du halt eigentlich nicht machen. Die willst du nicht machen. Die laufen halt immer rechts, links. Das ist eigentlich relativ easy, die zu dodgen. Sterbe ich jetzt am Falschen? Oh shit, das war knapp. Das war richtig knapp. Also, ich weiß jetzt nicht, ob es der Boss, der Satyr-Boss ist oder ob es der Wasser-Boss ist, aber ich glaube, das Satyr müsste es sein. Resette die mal, sonst sind wir jetzt gleich wieder im Combat. Geht's nicht wirklich schneller? Lauf, kleiner Paladin. Ach komm, ernsthaft. Springt runter und lauft einfach ganz durch. Ich zieh den einen jetzt da auch mit. Ich zieh die kurz hier raus und ihr retzt mich. Das wird, glaube ich, das Beste sein. Warte, ich mag die auch mal. Hier ist einer ja, und hier ist... Die eine Gruppe. Ich bin genau dahin gelaufen, wo wir gekommen sind. Ja, jetzt könnt ihr nicht retzen, ne? Also ich glaube, so langsam werden wir nicht schneller mit dem Skip. Wir werden eher langsamer, so wie das aussieht.
Müssen halt alle zusammenbleiben, dann können wir auch eine Gruppe machen, aber so macht es halt jetzt wenig Sinn, wenn halt dann immer wieder vorgerannt wird. Okay, jetzt sind sie ja nochmal einmal resettet, oder? Jetzt schaut einfach, dass ihr in den Gang reinkommt. Die einen sind jetzt auch weg, okay, passt. Dass wir am besten jetzt keine mehr adden. Oh mein Gott. Warte mal. Jetzt hast du ja nochmal welche geaddet. Stell dich tot, stell dich tot. Wenn ich jetzt wieder in Combat komme, dann müssen wir nochmal reinlaufen. Ja, C. Ach, ihr seid ja immer noch im Kampf. Jetzt mal alle Ja. zusammenlaufen, dann killen wir die einfach, die reinlaufen. Ich retz jetzt hier unten mal und dann ist gut. Dann sind wir hoffentlich hier durch. Wir müssen halt nochmal durchlaufen, ne? Eigentlich so hart sind die jetzt nicht. Du darfst halt nicht einfach den ganzen Raum pullen, dann ist das eigentlich hier relativ easy. Müssen halt jetzt mal gucken, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube, es müsste. Ah, schau mal, hier ist ein Satyr. Es müsste eigentlich der Satyr-Boss oben sein und nicht der Aqua-Typ. Was ist das Artikel? Der ist oben, also sprich einmal die Treppe hoch. Der andere ist ja der unten, der im Becken. Den brauchst du, glaube ich, nicht. Du kriegst ja auch Sind die keine. jetzt theoretisch durch? Die ganzen Mobs musst du nicht machen, du musst nur den Boss machen, so wie mir es gesagt wurde. Den brauchen wir wahrscheinlich nicht. Glaube ich, auch liegen lassen. Ja, eigentlich ist die Ini halt auch an sich kacke, die dauert halt einfach zu lang. Anti, hey, grüß dich. So, ja, die. Kommt mal zu mir. Nicht etwas. Guck bitte, dass er nicht alles pullt. Sonst können wir die Inio gleich normal machen. Will halt schon gucken, also ich will den Charles halt nicht übelst hochspeeden, ne? Aber ich will halt schon gucken, dass ich einigermaßen zügig durchkomme. Vor allem, dass ich, ja, bis 8.1, bis der Patch kommt, will ich auf jeden Fall so auf Stufe 60 etwa sein. Weil da sparst du dann halt am meisten, ne? Ab 60. Greift ja quasi fast die maximale Anzahl an EP und dann müsste es schon ziemlich schnell gehen. Ne? Mit dem Magar-Ork kann ich dann auf dem kompletten Level-Prozess quasi das nutzen, das, ah, schon mal das andere unserer Tür, dass man, ja, bis zu 40% sind sie ja sogar. Das ist halt schon einiges, denkt man, das wirst du schon gut merken. Also wenn das so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle, wir den Boss umhauen und dann zum Endboss kommen, dann ist die Ini tatsächlich relativ zügig, also dann ist sie einigermaßen zügig zumindest, ne? Wenn man sich nicht zu lang aufhält bei dem einen Mobster da unten. Da muss man halt gucken. Aber so, vergleichen mit zum Beispiel im Verlies kannst du halt trotzdem nicht. Also wenn im Low Level. Ach so, mein Buff ist weg. Ah, danke, dass du das gesagt hast. Das ist ein sehr guter Tipp, ja. Ich muss meinen Buff immer wieder erneuern, aber das hat ja zum Glück eine Abklingzeit von wenigen Sekunden. Also das kannst du alle paar Sekunden wieder drücken. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Ja, okay, ihr habt alle den Buff drauf, das passt. Das macht halt schon was aus, ne? Mittlerweile sind es 14%. Kriegst halt 1% pro Jahr, wo es WoW gibt. So, wir können jetzt hier gleich runterspringen. Müssen bloß gucken, der Boss ist gerade da. Ja, er fliegt gerade weg. Perfekt. So, und jetzt ist der Moment der Wahrheit gekommen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir den Baum ansprechen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird's ätzend, weil dann müssen wir die ganze Kack-Ini machen und. Das dauert hier tatsächlich relativ lang. Also das ist eine der längsten Innis. Vor allem Düsterbruch an sich dauert halt verdammt lang, ne? Leider. Düsterbruch ist halt ein Kack-Inni. Links kommt Bäume. Ja, schnell durch, edit nicht. Perfekt, ja. Du kannst es. Okay, das funktioniert auf jeden Fall. Also du kannst ihn anquatschen und er läuft los. Wunderbar. Wartet, da kommen noch die Trees.
Das ist hier so ein bisschen wie in Warcraft 3. Ich glaube, mit den einen müssen wir machen. Da wird. Da? Naja. Okay, wir haben geedit. In Warcraft 3 gab es so ein. In einer Kampagne, meine ich. Da gab es so ein Quest mit. Oder. Quest ist es ja nicht, aber da gab es so eine Aufgabe, wo so Türme immer rot, gelb, grün wurden. Dann musstest du immer. Konntest du mal laufen, dann musst du wieder stehen bleiben oder so ein Shit. Das war ganz lustig. Das ist hier so ein bisschen so ähnlich. Du musst halt immer ein bisschen aufpassen. Gut, aber jetzt hast du quasi. Musst du zu dem einen Saattür hoch. Theoretisch brauchst du irgendwie zwei Stealth-Satyren und einen Baum töten, ne, wenn du es gut spielst. Und dann kannst du direkt zum Endboss. Also eigentlich gar nicht so lang. Ja? Außer du machst es halt so wie wir und stirbst halt irgendwie dreimal beim Weg drauf hin, dann schon. Aber in der Theorie ist es dann eigentlich auch eine relativ kurze Innie. Weil die hatten das ja hier geändert, ne, mit der EP. Du kriegst ja jetzt alle EP dadurch, dass du den Endboss tötest. Also bist du eigentlich in Hier den musst du, glaube ich, die Instanzen. Ätzer erst klatschen. Nö, musst du nicht. Du kannst hier über den Stein. Ich Hier. meine, die kommen ja dann irgendwann. Ja, aber du kannst einfach den Boss durchtunneln, das ist eigentlich nicht der Stress. Einfach hier drauf springen und dann runter zum Boss, auf geht's. Ab 50% holt er halt seine Adds ran, ne? Da müssen wir dann halt gucken. Warte mal, wir sind ja. Hast du dein Erdele schon? Ja, glatt gezündet. Achso, ja, das steht ja schon, okay. Delta nimmt Motor. Weil den Boss kriegt er nicht, aber zumindest die ganzen kleinen Mobs müsste der eigentlich kriegen. Weil du kannst ja dann eigentlich auch rausleaven, ne? Also du musst ja dann die kleinen Mobs nicht mehr machen. Ja, jetzt kommen sie. Ja, Einfach auf der den Hinterhalt Boss. wirklich. Vieles fast bauen. Fast bauen. Wir müssen auf den Boss jetzt einfach durchziehen. Vielleicht muss ich dann halt mal bubbeln oder weglaufen, je nachdem. Hab leider noch keine Heilung. Mein Mann ist so. Okay, ich muss bubbeln. Haut einfach den Typen um, haut einfach den Typen um. Tötet ihn! Oh! Das war Und knapp. raus, 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 Easy. lief. Ich weiß nicht, ich glaube, es war besser, dass ich gebabbelt habe. Weil wenn ich gestorben wäre, wäre der sowieso auf euch gegangen. Shit, dann konnte ich wenigstens noch ein paar Sekunden auf ihm durchbrezeln. Meine Herren, also eine knappe Geschichte, Was aber ein es hat halbes gut. Level. Ja, es sind halt 66.000, ne? Und du hättest halt nicht viel mehr EP gekriegt. Ihr könnt einfach aus der Instanz raus, also aus der Instanzgruppe rausleaven, dann queue ich einfach neu. Weil du kriegst halt von den Trash-Mobs, kriegst du schon ein bisschen was, aber nicht so viel im Verhältnis zum Abschluss. Oder was haben wir jetzt für so einen Trash-Mob gekriegt irgendwie? Gut, für die Kleinen gab es 50k. Und hier für die Großen habe ich mal 600 gekriegt, das ist jetzt auch nicht so viel. Jetzt hoffen wir mal, dass wir eine bessere Innie kriegen, aber wir sind halt blöderweise gerade auf dem Bereich, wo wir die ganze Zeit Düsterbruch kriegen. Die ist doch schon besser. Die ist schon besser. Die dauert auch lang, aber ist besser. Was man halt machen könnte, theoretisch einen Low-Leveler einladen und nur die Low-Innies gehen. Das Dann Problem gibt's ja ist. weniger XP. Nee, gibt's nicht. Bloß ist bei den Low-Innies sind blöderweise auch. Achso, wir müssen andersrum. Achso, hier stimmt, wir haben ja sogar eine Quest hier noch. Bei den Low-Innies sind blöderweise auch lange dabei. Ne, wenn du es irgendwie so hinkriegen könntest, dass du nur Verlies reinkommst, wäre es halt ideal. Weil du musst gucken, wenn du jetzt jemanden zum Beispiel dabei hättest, der Stufe 15 ist, dann könntest du nur Flammenschlund und Todesmine kommen. Was anderes könntest du nicht reinkommen. Zum Beispiel. Und wenn du jemand. Und man ist Verlies ab 20. Aber gut, du hast halt das Problem, wenn du jemand mit 20 hast, dann kannst du aber auch noch tiefschwarze Rotte kommen. Die halt auch nicht so kurz. Naja, wohl, da mittlerweile kannst du ja auch ein bisschen was skippen. Aber Auch vor Höhle allem. des Wehklagens. Genau, Höhle, das ist das Problem. Du kommst halt auch Höhle des Wehklagens. Und das Ding ist halt ätzend hoch 3, ne? Also, es bringt halt auch nichts. Oh, nice, ich habe meine Heilung jetzt mit Stufe 40. Das ist schon mal gut. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Achso, wieder im Combat. Jetzt, okay. Und die ist halt echt kacke. Also, Höhlen des Wehklagens ist halt richtig kacke. Die willst du halt nicht laufen.
Muss ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob man irgendwo einen Levelbereich hätte, der besser wäre. Das gut, du naja, es bringt dir alles nichts. Du könntest halt einen Boss legen und dann neu queuen, das würde sogar gehen, aber das ist dann auch nicht unbedingt schneller, ne, wenn du dann wieder in eine Kack-Ini reinkommst. Es ist halt immer so die Sache. Ich finde es halt echt gammelig, dass manche Innis halt wirklich deutlich länger sind als andere. Dass du da halt nicht wirklich so effizient machen kannst. Die hier bis zur Endphase geht ja noch, aber die Endphase ist halt lang des Todes. Du, ich finde, ja, gut, die ist jetzt auch einigermaßen lang, ne? Aber es gibt, also, gut, was hast du hier? Vier Bosse hast du drin, ne? Das geht. Ne, fünf hast du drin, das geht. Wenn du jetzt Höhlen des Wehklags, das sind ja fast 10 Bosse, ne? Also, Ja, das ist halt schon. schon krass im Verhältnis. Vor allem, du musst das letzte Eck und dann von dem Eck ins nächste letzte Eck. Ja, das ist echt ein bisschen kacke. Nee, ich bin nicht auf Blackmoor, ich bin auf. Hier Antonios mit dem Char. Ist ein Ali-Char. Auf Blackmoor habe ich ja jetzt meinen Horden Raid-Char, ne? Und. Ja. Da werde ich aber jetzt auch keine Twinks hochbasteln, weil da habe ich wirklich nur den einen Char. Da bin ich mit dem einen hingetranzt, um quasi zu raiden und mehr. Mache ich da ehrlich gesagt auch jetzt nicht, anstatt zu raiden. Ne? Halt klar den Char ein bisschen pflegen, aber ich werde da jetzt halt nicht noch Twinks hochspielen, weil ich mich halt auf die Server konzentriere, wo ich eh schon ein paar Chars habe. Ne? Und ich habe ja eh schon jetzt mittlerweile 70 Chars, also irgendwann muss ich jetzt eh gucken, weil du kannst auf einmal Count, kannst du nur 50 Chars haben. Ne? Klar, mit 2 kann ich dann 100 haben, aber die Geschichte ist, ich habe ja auch noch auf vielen Servern. Level 1er Chars, weil ich da halt ja verschiedene Sachen gesellt habe und auf diesen Level 1er Chars dann auch Gold habe. Ne? Ich kann also diese Level 1er Chars auch nicht löschen, weil sonst da halt ja doch relativ viel Gold auch gelöscht werden würde. Na gut, das sind glaube ich nicht auf dem Account, sondern auf dem anderen habe ich das, ne? Kann ich jetzt gleich mal auch kurz zeigen. Anderen muss ich jetzt mal rüber switchen. Ja, ich habe es mir schon überlegt, aber vielleicht spiele ich irgendwann mal auf Blackmoor auch was hoch, aber da erstmal jetzt nochmal relativ viele anderen Char. Ach, eigentlich könnten wir auch direkt da hinten hochgehen, ne? Die Quest brauchen. Obwohl. Die bräuchte man eigentlich nicht unbedingt, aber egal. Warte mal, ich switche mal kurz hier rüber auf den anderen Dings. Also, warte, wenn ich jetzt hier mal gucke, mal alle. Ich habe jetzt zum Beispiel hier ein Level 1 Char auf Maligos, wo ich noch 1,4 Mille habe. Ne? Den werde ich natürlich nicht löschen. Immer wenn sich irgendwas anbietet. Oder hier Uldur mit knappen 200.000, hier mal 500.000 auf Garde. Also das sind halt diese Level 1er Chars. Deswegen muss ich halt langsam gucken, wegen dem Platz auch. Weil der dann natürlich irgendwann ausgeht. Ich glaube, da hinten gibt es gar. Die Quest gibt es gar nicht mehr, oder? Die Begleitquest. Die gab es früher Die immer. gibt's nicht mehr. Hier kommen wir drüber. Okay, ja, weil du kannst ja theoretisch auch hier gleich hochlaufen. Also du müsst, also die paar Gruppen, die wir jetzt gemacht haben, müsstest du eigentlich gar nicht mehr machen. Aber so aus Gewohnheit laufe ich hier immer noch ran. Weil früher bist du halt immer gleich immer zu der Quest gelaufen. Und meistens hat immer irgendein Dödel die Quest schon angesprochen, wenn noch nicht alle da waren. Dann hast du die Quest immer nicht gekriegt. Es war ja auch früher so, dass die Instanzquests im Verhältnis zu den normalen Quests viel, viel besser waren. Und du eigentlich durch die Instanzquests die meiste EP in den Instanz. Warte mal, was macht der Ghoul da? Komm mal her. Den Instanzquest hast du die meiste EP gekriegt, ne? Also das ist, aber das ist schon lange her. So Classic BC-mäßig. Deswegen bin ich da immer schon so konditioniert drauf, dass ich sofort dahin laufe, die Quest zumindest annehme, bevor wieder irgendjemand das anspricht und du dann die Quest-EP nicht bekommst. Ach so, und ach, zu dem anderen Ding, mir ist schon klar, dass du dich als Tank nicht unbedingt, vor allem als jemand, der ein Schild hat, nicht unbedingt den Rücken halten lässt, aber dir ist schon klar, wenn du mal 20, 30 Mobs hast, dass die Mobs die Angewohnheit haben, sich zu verteilen, dass zwangsläufig Mobs hinter dir stehen und das ist halt einfach auch bei dem gerade gewesen, bei dem Endboss, ne? Dass du, ach, warte mal, ja, da müssen wir lang. Dass quasi sich um dich rum verteilen. Das ist auch die Kacke, wenn du irgendwo Mobs genau an dem Platz placen willst, was du zum Beispiel auch bei Zul siehst, wie wir es im Mythic-Modus spielen, dass du dass du die Adds auf etwa Distanz hältst, aber schaust, dass du noch mit den Rogues in der Range sind,
dass sich die Typen, weil sie mehrere Mobs sind, nicht genau ineinander stehen, sondern sich um dich rum verteilen. Und das ist halt ein bisschen die Problematik. Deswegen kannst du es nie gewährleisten bei, weiß ich nicht, 10 Aufwärts-Mobs auf jeden Fall, dass sie genau alle vor dir stehen. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Lauft einfach mit. Das ist hier relativ chillig. Es sind viele kleine Mobs dabei. Das sind viele kleine Mobs. Dass die Mobs haben immer die Angewohnheit, sich ein bisschen aufzuspreaden. Vor allem, wenn es viele sind. Ich ziehe die jetzt noch hinter bis zum Gatter. Und dann können wir sie wegmachen. Ich kann mich nochmal heilen. Wobei, also gut, du läufst jetzt hier eine Weile ums Rundell rum, ne? So ein bisschen dauert das schon, aber so lang jetzt wie manche andere dauert es ja nicht. Müsstet mal überlegen, wenn BRT oder so noch als ganze Inni quasi wäre, wie lange du da durchbrauchen würdest. Ne? Da hast du es eigentlich ganz gut gelöst, dass du da die kürzere Variante hast. Und ich finde es vor allem auch gut, dass du die Instanz, dass du die, wenn du normal reingehst oder auch wenn du queust, ne, dass du theoretisch noch ganz machen kannst. Das finde ich sehr gut. Das finde ich beim Tempel echt ein bisschen kacke. Also Tempel von HK, dass sie den leider so gecuttet haben. Also dass du wirklich nur noch dieses untere Gebiet laufen kannst, Ja, das finde ich oben die echt richtig Balkone schade. sind nicht mehr da. Das ist Ja, schade. und also ich fand die Innie halt damals so cool, weil sie so weitläufig war. Also ich habe mich zwar zugegebenermaßen auch öfter da in dem Laden verirrt, ne? Also vor allem in diesem Treppenhaus, ne? Also weil das teilweise ein bisschen unlogisch auch aufgebaut ist. Aber ein bisschen weiter können wir sie ziehen, die nehmen wir noch mit. Aber trotzdem, es macht halt auch ein bisschen Spielgefühl oder Atmosphäre, wenn halt so ein Tempel so riesig ist, ne? Und jetzt hast du halt wirklich nur noch diesen mittleren Raum und das nimmt dem irgendwie viel. Also klar, für das, dass du durch die Instanz durchkommst, für die Belohnung, finde ich schon gut, dass du unten nur die Bosse legen musst und fertig bist, ne? Das würde ich auch beibehalten, aber das da oben hätten sie ja trotzdem lassen können und wenn du hingehen willst, dann gehst du hin und wenn nicht, gehst du halt nicht hin, ne? Also so hätte ich das halt gemacht, aber bisschen schade, dass sie das einfach komplett rausnehmen. Und da gibt es ein paar andere Inis, wo es ähnlich ist. Ich LOS sie hier hinten. Mal um die Ecke rum, dann kommen, müssten sie alle zusammenkommen. Ja, wunderbar. Oh, ich hasse Oh es. Die haben echt einen Knockback hier. Ja, die haben mich runtergenockt. Warte, ich laufe wieder hoch. Ja, ernsthaft? Ah! Diese Drecksmobs. Ja, aber ihr könnt es ja weiter verklopfen, ne? Ich bin da mal am Hochhampeln mit meinem kleinen Dings. glaube, zwei sind dir hinterher nach unten. Okay, also hinter mir ist irgendwie keiner. Jetzt schauen wir Wir mal. sind gerade noch am Runterspringen. Einer ist gestorben. Okay. Ach, Einer mit, scheiße. also, doch, der kommt wieder hoch. Passt. Okay, wir lernen nicht an die Ecke stellen. Ah, mit dem LOS war gut, die sind alle zusammengekommen, aber dass sie mich runterkicken, hatte ich jetzt nicht gerechnet mit. Schade. Also bei mir ist gar kein Mob. Es war ein Hard Reset. Ja, wunderbar. Zu wissen, theoretisch könntest du einmal komplett nach oben rennen, alle zusammenpullen, Alles bisschen zusammen schießen. anagroen, runterspringen und die DDs können sie langsam runterklopfen. Wenn der Void halt mal eh 100% mehr. Ich glaube, ich hat nicht gehört. Ach komm. Ich ziehe sie einmal hier um die Ecke rum, dann können wir sie. Warte mal, ich hab doch Hand der Freiheit. Proften. Scheiß Dings da. So, stellen wir uns halt. Kommt mal hier um die Ecke rum, dann Ja. machen wir sie hier. Sind halt alles Caster, die kriegst du sonst halt nicht gescheit zusammen. Moment, wo kommen denn die anderen noch her? Sind es die von der Gruppe noch eben? Ja, eine schon. Ist der so weit? Schau mal an. Ist der so weit mitgelaufen? Ja, nicht schlecht. Ich muss meine Erfolgsfähigkeit öfter ziehen, ne? 39 Stärke ist, glaube ich, gar nicht so wenig auf dem Level. Wie viel habe ich denn Stärke? Ja, gut, 200.
190 ohne den Buff. Wenn ich halt einen Haufen Divas drauf habe, lohnt sich's halt auf jeden Fall, ne? Ich kann auch Waffenverzauberung weiterempfehlen. Das macht ca. 15-20% Damage aus. Ach scheiße, stimmt, ich habe gar keine Waffenverzets drauf. Ja, richtig. Im Low-Level sagt mir, dass das Kreuzfahrer relativ gut sein soll, ne? Vom Scaling her. Ich glaube, Elementarkraft, das ist auch ziemlich cool. Okay. Muss mal gucken, stimmt, das könnte ich auch noch machen. Ah. Das wäre auch noch eine Idee. Ich ziehe sie noch weiter hoch. Ich habe jetzt nur gewartet, bis die Skelette spawnen. Dass ich die angeaggrot habe. Ja, lass die mal hier machen. Nicht, dass sie mich da oben wieder runterkicken, die Gammelmops. Nämlich eng dann. Das ist so nervig, dass mein Schild noch nicht interrupted, ne? Das kommt erst dann mit dem späteren Level. Der Rang 2. Ja, hier mit 42. Dann unterbricht zuerst, ne? Davor macht. Okay, habt ihr geaddet? Davor macht es leider nichts. Dann macht es nur ein bisschen Damage. Mehr nicht. Wer von euch war jetzt eigentlich das letzte Mal schon dabei mit dem Leveln? Ich. Warte mal, ihr seid quasi der Shami hier, ne? Und der Magier. Der Magier, ja genau. Dark Mage und letztes Mal war noch der Arcane Mage dabei. Das weiß ich, ne? Wo der eine meinte, schau mal den Arcane Mage an. Ich dachte mir, wer von beiden ist ein Arcane? Und dann habe ich erst danach geblickt, dass der Arcane Mage heißt. Ja gut. Da bin ich jetzt nicht sofort drauf gekommen, dass der Name gemeint war. Aber warum nennt man sich denn auch Arcane Mage? Ah, nice, Level Up. Aber ich bin gar nicht viel erholt, ne? Da war jetzt eine Woche in SW rumgestanden. Und hat jetzt. Was war das? Vielleicht ein halbes Level quasi ist erholt. Das ist halt nicht viel. Ja, mein Demon Hunter hat irgendwas von 1,5 Millionen XP erholt. Ja, gut. Das ist ja immer prozentual, was du erholt bist, ne? Also. Aber da stand auch eine lange Zeit so. Gut, hier im Low-Level hast du halt schnell ein Level hochgerissen. Da ist es dann halt auch relativ schnell wieder weg. Im Hohen-Level-Char sieht das anders aus. Na, schau mal an, Schuhe. Gibt's eigentlich ein Maximum von der erhaltenen Erfahrung oder. Wie meinst du das Maximum? Ausgeruhten Erfahrung da. Ja, okay, ja, also zwei Level kannst du. Zwei Level geht's hoch und mehr ist nicht drin. Okay. Ich hab's eine Zeit lang immer so gemacht, dass ich hab noch ein paar Chars im Low-Level. Immer wenn mal ein bisschen langweilig war, habe ich halt zwischendrin die Chars halt so lange gespielt, wie sie nicht mehr erholt waren und dann wieder ein paar Wochen liegen lassen. Nur so, dass sie wirklich. Das. Ja gut, dann ist es halt am effizientesten quasi. Ich bin jetzt gerade überlegen, bis die wirklich. Bis die zwei Level komplett erholt sind, dauert das, glaube ich, etwa auch schon, ja, ein bisschen über 2 Wochen, meine ich. Also kannst du dann auch eine Weile liegen lassen, die Chars. Ja, gut. Du kriegst halt von jedem Mob, den du tötest, das Doppelte an EP, ne? Bei Pandan sogar das Vierfache, glaube ich. Oder ist es schneller hochskillen? Was meinst du mit Vierfache? Pandan haben wir irgendwie so einen Bonus nochmal auserholen. Bonks. Monks haben nochmal einen extra Buff. Die kriegen nochmal mehr EP. Genau, 50% Buff, ja. Ja, genau. Also, das alle, ist schon. Alle 10 Levels oder so kann ich den abholen. Hält eine Stunde. Ja, du stackst ihn dir hoch, weil du kannst den auch daily. Kannst einen Daily-Quest machen. Oder auch den Buff holst. Ich habe mit meinem Monk das mal auf 10 Stunden oder so hochgesteckt. Lockst halt jeden Tag einmal ein und stackst das halt weiter hoch. Warte mal, haben wir jetzt die Quests? Habe ich die schon abgegeben, alle? Ja, stimmt, okay, das waren alle Quests. Gut, okay, dann können wir eigentlich direkt hier die nächste queuen. 41 bin ich jetzt, ja, sogar fast 42. Och ja. Sollen wir mal was, just for fun nebenbei auch... 60? Heute, das werden wir sicher nicht schaffen, aber zumindest so ein bisschen, ne? Hab ich jetzt... Nee, warte mal, das hat nicht geklappt. Nebenbei könnten wir auch noch ein BG oder so machen. Arthas, hey, grüß dich. Ah, der geht schon. Das auf jeden Fall, das ist eine gute Ini.
können wir auch wieder dieses Wasser-Ding da auslassen. Ja, richtig, richtig. Haben wir das letzte Mal getestet, ne, was du auslassen kannst? Ich glaube, wir haben es dann doch gemacht, weil wir eh zweimal gestorben sind danach. Nee, wir haben es gemacht wegen der Quest. Ach, erzähl doch keinem hier, dass wir gestorben sind. Wir doch nicht. Niemals. Nee, aber wir haben es. Also, wir sind hier, glaube ich, gestorben, aber wir haben es dann gemacht wegen der Quest und nicht, weil wir es. Weil wir. Okay, jetzt die Sackgasse. Bin ich jetzt in die Sackgasse gelaufen? Okay. Seid ihr falsch gelaufen? Ernsthaft? Das war nix. Nee, da kann. Ach, hä? Da kannst. Ich dachte, du kannst da runterspringen, scheiße. Okay, ja, gut, das ist extra EP. Das ist ja zu kurz. Ach, schade, okay, das kannst du nicht. Kannst du nicht hier irgendwo auch was auslassen? Moment. Was denn das? Doch, gleich die grünen Blobs. Auf der rechten Seite. Die. Gut, die klar, die kannst du auch. Du kannst ja, du kannst hier theoretisch links lang gehen, ja, da war das. Die können wir eh wieder mitziehen, weil die. Die hauen einen Haufen Damage rein, sind so. Oh nein, er hat mich in den grünen Blobs geroutet. Na genau, da können wir rum. Ja, das ist halt. Theoretisch musst du auf das Horn auch nicht draufklicken, ne? Das kannst du eigentlich auch sein lassen. Nope. Die einen könnt ihr hinten langsam. Warte mal, ihr habt Pflanzen geaddet. Wo kommen denn die her? Ja. Die haben wir an der Ecke mitgenommen. Die habt ihr die Blobs ge. Oh shit. Wow. Die. Ja. Habt ihr die Blobs getötet? Ja, die waren tot. Okay. Weil die hauen halt richtig raus, die kannst du eigentlich über die halbe Indie mitziehen, die machen halt nur Schaden, wenn du direkt in Melee-Range bist. Und die sind halt ewig geslowt eigentlich. Hm. Die einen Pflanzen, die wir jetzt da gerade links hatten, die können wir eigentlich auch stehen lassen. Wir müssen halt gucken, dass wir hinten rumlaufen. Genau, kannst du wieder deinen Geburtstagsbuff aktivieren. Mehr dran wieder verloren. Ach so, ja, richtig, stimmt. Ich müsste mir das fast auf Makro legen, weißt du, du kannst es hier auf irgendein Spell legen. Weak Aura hier, das anzeigt, wenn ich es nicht habe. Gut, das ist natürlich die Enhanced-Variante, aber du könntest es theoretisch einfach auf irgendeinen Spell, den du halt anderen drückst, legen. Zum Beispiel, ich könnte es mir auf die Weihe legen oder so. Nee, schon mal, die Blobs sind nicht tot, die sind immer noch da. Die kriegen auch irgendwie verdammt wenig Schaden, habe ich das Gefühl. Aber die sind halt so lahm, dass die nichts ausmachen, ja. Kannst du einfach von dem Range langsam killen lassen, das ist ja wurscht. Lass halt bloß nicht in Melee-Range stehen. Sind die Pflanzen wieder? Ja. Lass halt bloß nicht ranlaufen an diese Blubs. Kacke Route immer. Naja, ich habe ja Hand der Freiheit. Ellie, jo, gerne, freut mich, dass dir die taugen. Ist schon wieder gerootet. Jetzt habe ich noch Hand der Freiheit, Cooldown. So ja, das ist. Diese Pflanzen sind halt echt nervig. Bist du ständig im Root. Sogar mit Hand der Freiheit reicht's nicht. Kann das sein, dass die Maden eben hochgegangen sind und uns deswegen weggesprengt haben? Ja, das waren die Maden. Das war ein bisschen zu viel. Larvenkleber. Naja, dann von denen musst du dann halt wahrscheinlich ein bisschen weggehen. Naja, gut. Muss ich mir überlegen. Vielleicht schaue ich, dass ich mir ein Dings mache. Ein Makro, weißt du, dass ich das ist, vielleicht aufs Schild oder so lege. Moment. Hm? Wir können gleich weiter. So. Mal gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das. Eigentlich müsste das gehen. Ja, weil das eine ja kein Global Cooldown hat, oder? Ja, jetzt zieht es quasi dann jedes Mal, wenn ich wieder mein Schild schmeiße. Ja, schaut, jetzt hat es nochmal aktiviert. Wunderbar, also so kann man den Buff gar nicht verkacken, hä? Also man stirbt öfter, wie ich quasi mein Schild werf. Also, ja, gut. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
Kann ich euch auch empfehlen, auf irgendein Spell drauf, das hat keinen Global Cooldown, das funktioniert auf jeden Fall. 14% haben oder nicht haben, ne? 14. Auch auf Ruftechnisch ist es praktisch, ne? Ich habe ja vorher geguckt auf meinem Hunter. Das scaled ja dann auch. Also das funktioniert tatsächlich. Ja gut, manchmal ist weniger mehr, ne? Wenn man nicht ganz so viele Mobs pullt, dann geht es manchmal besser aus. Den Maden müssen wir jetzt dann gleich nochmal gucken. Ja, schau, die Exo hat dich gekillt. Ich hab mich extra nochmal selber vollgeheilt. Ja, das ist, wenn du in der Nähe von den Maden stehst, da ist Mili undankbar. Reck du mal, ich rette schon. Danke. Ja, Larvenglibber. Zeigt mein Addon sogar anderen, was du verreckt bist. Die sollen halt eigentlich den 8.1er Level Nerf Patch jetzt schon aufspielen, ne? Ich will halt nicht ja, so lange warten, bis ich meinen Char level, ne? Das war halt dieses Kettenruf auf allen Chars gleich. Was meinst du mit Kettenruf? Ja, dass man da diesen Ruf, um die Kette hochzupushen, direkt auf allen Chars gleich. Ach so, du meinst bei den Dings, ja. Das, ja klar, wenn du mehrere Chars spielst, ist das auf jeden Fall gut. Die Mannhand wird sich freuen. Das auf jeden Fall, ja. Halt Abend oder morgen. Das auf jeden Fall. Ja, gut. Auch das mit den Flugpunkten, dieses ganze Zeug, wenn du den Chars über die Inseln hochspielst, das macht halt schon was aus. Ich glaube, das ist sogar schon drin. Nee, das müsste eigentlich auch erst mit dem Patch kommen, weil jetzt. Das zum Teil welche Preis sind. Von den Flugpunkten. Also, ich habe mit meinem Gammelchars gar keine Flugpunkte. Wirklich nah an die Ente. Du kriegst ja auch dann ein Item quasi, wo du es irgendwie aktivieren kannst, soweit ich das jetzt. Ja, deswegen, da kann man irgendwie was kaufen, wie ist es? Ja. Mit den alten Maps. Was aber blöd ist, dass du es anscheinend nur auf dem, also auf deinem Heimatkontinent hast, also quasi als Allianzler nur auf Kul'Tiras und auf Zandalar hast du dann halt nichts und bei der Horde ist halt andersrum, ne? Und das ist halt schon blöd, vor allem die War-Campaign musst du anscheinend trotzdem spielen, weil ich stehe jetzt halt gerade vor dem Problem, ne? Ich will halt meine, diese Pet-Battle-Marken immer holen und oft sind die halt dann auch mal irgendwo immer auf einem anderen Kontinent drüben, ne? Und dann habe ich aber die War-Campaign nicht gemacht. Jetzt muss ich dann, klar, muss ich dann erstmal 100 Ressourcen farmen, dass ich die War-Campaign starten kann, mit einem 110er Chars, der quasi, der quasi, oder 120er Chars, der quasi kein Gear hat, und das ist halt schon nervig, dass du dann nochmal nachfarmen musst. Das ist dann schon noch nervig. Ich bin doch ziemlich sicher, so ein Story-Skip-mäßig Button raus. Das, wenn sie das einführen, wäre es gut, ja. Das würde mich auf jeden Fall freuen, aber da muss man mal gucken, ob sowas kommt. Ich bin die Kampagne sicher kein zweites Mal. Ja gut, ich also zweimal habe ich sie jetzt auf jeden Fall schon gespielt, ne? 44. Ja, nice. Gut, dann, die ging jetzt relativ schnell. Gut, wir sind einmal gestorben, das war jetzt ein bisschen blöd, aber sonst. Weil ich habe gerade gesehen, dass ich jetzt das Level freigeschalten habe, um auf den anderen Düsterbruchteil zuzugreifen. Auf wieder der Scheiße. Und ja, jetzt kriegen wir wahrscheinlich den anderen, oder? Also. Ja. Gut gemacht. Ah, scheiße, ja, ich hab's befürchtet, tatsächlich. Jetzt müssen wir bloß gucken, dass wir den einen Mob nicht anhitten, der ist nämlich killable, der ist nämlich neutral. Der Questgeber, ne? Ja, da muss man echt gucken, dass man den nicht falsch andrückt. Deswegen jetzt noch nicht hin, sondern erstmal die machen, dann müsst ihr ihn richtig anklicken. Ich hol mir die Quest, ich kann sie dann theoretisch teilen, weil das geht hier öfter schief, und dann hast du nämlich die Quest nicht. Hey, danke fürs Followen. Die Inni, die zieht sich halt auch so ein bisschen. Die kann, naja, da kannst du halt auch. Obwohl, jetzt bin ich gerade überlegen. Ja, obwohl, nee, wir müssen oben man die Pylonen anmachen. Machen, ne? Ja, du kannst eigentlich nichts skippen hier. Okay, ich hab die Quest.
Ey, jetzt haben alle geschafft, ihn nicht anzuhitten. Ich bin extra mit dem Rücken hingegangen. Jetzt will ich ihn aber anhitten. Nee, wir müssen die Quest hier abgeben. Ich glaube, der spawnt, oder? Bin mir da nicht so ganz sicher. Also. Schlimm genug, dass der angreifbar ist. Ja, das ist ja. Ja, früher gab es hier eine Ruffraktion, ne? Die Chandrala. Die musstest du ja auch für den Wahnsinnigen hochmachen. Und dafür war das quasi. Und der ist halt bei der Ruffraktion. Aki, hey, grüß dich. Der ist halt bei der Ruffraktion quasi mit dabei und ja. Deswegen kannst du den angreifen. Na ja, gut, komm, die können wir mitziehen. Theoretisch müssten wir hier die ganzen großen Bäume außen weg machen, weil die kommen ja eh bei dem Bosskampf mit rein. Und irgendwie jedes Mal kommt dann noch ein Baum irgendwo her, wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, wir haben alle weggemacht. Es kommt trotzdem nur einer, obwohl da hinten läuft nur einer. Bei, wenn ein, zwei kommen... Das müssen vier große sein. Ja, wobei, wir können die, denke ich mal, hart mitnehmen. So, erstmal nach oben. Der nächste Boss ist eh der beste hier in der Nähe, ne? Meinst du den oben, oder? Nee, den hier unten, weil der übernimmt einen, dann kannst du einen mal wegbrezeln. Das ist eigentlich ideal. Der stirbt ja jedes Mal. Ja, nicht wenn du nicht drauf Damage, ne? Du könntest es theoretisch auch safe spielen. Macht das Spaß. Ja. Bis zu dem Punkt, wo du, wenn du dann vibes. Ich bin jetzt gerade überlegen, ob wir noch ein bisschen mehr zusammenziehen. Plus den Bayern machen wir es lieber safe. Bin ich schon hier wirst du immer gesilenced, das ist halt immer richtig ätzend. Ja, das letzte Mal haben wir Hannes da umgebracht. Der war weniger amused. Könnt ihr den da hinten mal einmal kicken? Habt ihr einen Range-Kick? Weil kommt nicht her. Ich würde gerne mein Schild draufschmeißen, aber ich krieg den Kick erst nächstes Level. Blöderweise. Legato, hey, grüß dich. War ein nicer Kill, ja. Hat sich auch ein bisschen aufgeregt drüber. Ist ja quasi nur Fun. Ich denke mal, jetzt können wir den Boss mit dazu pullen hier. Ein bisschen eh gleich down. Hannes hat mich ja eh geflamed hier, warum ich als erstes einen Ali spiele. Beim Hordler wäre ja sofort dabei gewesen, aber ich wollte halt erstmal den Ali hochballern und dann den Hordenschar. Schau, da hast du schon der erste übernommen. Also, super, und er hat mich zerzählt. Liebe dich hier. War keine Absicht. Weiß gar nicht, bei welchem Boss war das? Ich bin gerade überlegen, ich glaube bei Zekvos war das. Da werden ja auch Spieler übernommen. Und ja. Dann hat der übernommene Spieler mir als Tank erstmal ein CC drauf gedrückt und dann ist der Boss auf den anderen gegangen. Das war richtig kacke. Das war richtig kacke. Ja, das vibe dich halt einfach, wenn der Tank weg CC'd ist, der Boss dann jemand anderen angreift. Das ist schön, ja. Das ist richtig schön. Er hat ein Lieblingstarget. Ja. Er ist immer auf dem gleichen, aber bist noch nicht tot, ne? Oh oh. Oh, yes. Sie. Der Heiler war. Ich hab's gesehen. Da steht sogar in der im Gruppenchat. Wow. Aha. Ach du verrät. Das ist ein Addon, das macht das automatisch. Boah, ich bin gestört. Das macht das Addon automatisch, ne? Erstmal das größte Problem. Das ist immer ganz praktisch. Das spammt halt sofort daran, wo jemand gestorben ist. Und du hast oft meistens so Situationen, Leute, die irgendwelche dubiosen Geschichten erzählen, warum sie gestorben sind und dann, ja, damit siehst du halt gleich daran gestorben, fertig. Ja, dann gibt's halt keine Diskussion. Deckt aber also halt auch deine eigenen Fehler auf, ne? Also wenn du selber an irgendeiner Scheiße stirbst, dann spammt es halt auch sofort. Ich hatte auch noch so ein Pull-Addon, das war auch ganz praktisch. Das aber irgendwie. Zumindest bei Bosse. Warte mal. Warum ist denn der Boss wieder hochgeheilt? Warum heilt das sich? Weil ich mich geheilt habe und dann wird er dadurch geheilt. Weil ich ja Heiler bin. Ich weiß nicht, ob er das abkriegt. Hä? Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Der Boss hat jetzt alles zerstört. Was ist denn das? Also das habe ich hier noch nie gesehen, dass der Boss sich so extrem hielt. Jetzt mache ich gerade Kettenheilung. Ja gut, aber der hat sich jetzt gerade richtig krass hochgeheilt. Ja, das war...
Das war ja gerade, also er war ja fast tot, er war ja irgendwie auf 10% und jetzt ist er auf einmal wieder. Oh Mann, ist das nervig. Echtes zieht das Ding mal in CDs. Ja, die musst du vorher ziehen, das macht die immer wenn dich jemand übernimmt. Am besten vorher schon mal pre-CD, dann kann das dann nicht rausgenommen werden. Wo waren das bei im Kronsteig-Anwesen gibt's ja links diese drei Hexen, die übernehmen ja auch einen Spieler, ne? Und du musst ja den Übernommenen bestimmt schnell raushauen, sonst bekommt es dir nicht sonderlich gut, sonst kriegst du halt einen Haufen Damage auch, ne? Und wir waren da in dem, ich glaube, 11er Key oder so drin und hatten so einen Mage dabei und der wurde halt übernommen und hat dann erstmal einen Eisblock gedrückt und dann glaube ich nochmal und dann konntest du ihn nicht raushauen, ja? Und dann sind wir quasi da gewiped, weil wir ihn nicht killen konnten. Das war halt richtig kacke, ja? Das war richtig kacke. Da kannst du halt auch nichts machen. Sowas kannst du halt zumindest ein bisschen verhindern, indem du solche CDs einfach selber davor ziehst. Dann kann der im übernommenen Zustand können die halt nicht mehr gezogen werden, weil die auf Cooldown sind. Aber das da so weit denkt halt auch nicht jeder. So weit denkt halt weg. Oh, ich habe mir jetzt gerade mal selber noch geheilt. Ich habe ja jetzt seit Stufe 40 quasi diese Eigenheilung. Das ist ganz praktisch. Das ist ganz praktisch. Ich bin gerade am überlegen, ob Bubble schon immer auf dem Global war. Ich meine nicht. Ich meine, früher war die Bubble nicht auf dem Global. Nee, Sensei hat es gemacht, dass viele CDs auf dem... Das ist zum Beispiel auch kacke, weil eigentlich so ein Shit-Ding wie die Bubble ist halt auch, eigentlich auch ohne Global total stark und mit ist es halt kacke, wenn du gerade noch was anderes ziehst und dann das Ding brauchst, ist... Naja, ja. Da bin ich halt kein Fan von, aber ein bisschen rudert ja Blizzard wieder zurück, ne? Also ein paar Sachen nehmen sie ja vom Global weg. Ein paar Sachen nehmen sie ja zum Glück weg. Was du levelst ein Mage, was die beste Spezialisierung? Also ich glaube vom Damage machen Arcane, ne? Also wenn du halt alleine levelst beim Questen, würde ich fast sagen Frost, weil das ist halt immer am angenehmsten so. Kannst halt die Mobs ganz gut weghalten, aber hier vom AE-Schaden scheint der Arcane schon relativ gut reinzuwemsen. Ja, auch Solo-Dingens, keine Energie-Lost und gar nichts. Okay, also machst du dann einfach so viel Schaden, dass die Mobs vorher... Arcane geschossen die ganze Zeit. Okay. Und es reicht auch aus. Ich hab's letztens im BG gesehen, ne? Ich war im 19er BG drin gewesen mit einem Char, weil ich mal ein bisschen gucken wollte, ob man da ganz gut Ehre farmen kann. Und ja, da war so ein Mage, der hat einfach nur die arkanen Geschosse auf mich angesetzt und ich war halt tot. Gut, das war so ein 19er PvP-Char, ne? Die waren dann dementsprechend geared. Eigentlich brauchen wir den Boss gar nicht machen, ne? Eigentlich können wir ihn stehen lassen, oder? Haben wir eine Quest? Haben wir eine Quest hinzu? Ah, ja, okay, nee, ja. Dann machen wir ihn. Ja, ja, okay. Nevermind. Jetzt nicht aufgepasst. Gut, dass du es sagst. Nee, und also der hat mich, da sind glaube ich zwei Geschosse durchgeflogen und ich war tot, ne? Aber das sind halt diese 19er PvP-Chars, die gemaxt sind vom Gear her. Und das ist halt kein Verhältnis. Der Mage hat auch dreimal so viel Life gehabt wie mein Char, ja? Also. Die haben uns dann am Friedhof... Du hast wieder dein Geburtstagsbuff. Lore. Ah ja. Mach am besten ein Makro auf irgendeinen Zauber, den du relativ oft einsetzt und drück einfach im Zauberbuch den Zauber ins Makro rein und dann einmal das Item ins Makro rein und dann drückt der jedes Mal, wenn du quasi den Zauber drückst, oh fuck. Okay. Der hat mich gekillt. Ah, den kriegt der noch, oder? Hier, der eine ist fast down. Das ist der Boss, der ziemlich reinhaut hier in der Instanz. Ich hätte den vielleicht auch ein bisschen kalten sollen. Und dann hast du eigentlich den Zauber immer, also hier diesen Buff immer oben, das ist eigentlich ganz gut. Obwohl, ich laufe rein, wir sind ja jetzt eh unten, Loot brauchen wir eh nicht von dem Mob, oder? Oder hätte ich den looten müssen, warte mal. Okay. Oh, das Pet rasiert. Ja, ja, der Boss haut richtig rein. Vor allem der CC dich auch, deswegen, ich war gerade gestunt. Mal schauen, ob ich irgendwie... Inkarnation ist schon was Geiles. Okay, ja, den hier. Okay, gut, ja, du musst die beiden nur töten, also ich muss ihn nicht looten, wunderbar. Ihr könnt eigentlich gleich runterspringen, ich bin eh schon unten.
Jetzt haben wir da hinten halt noch einen von den großen Bäumen. Und ich glaube, hinten läuft auch nochmal einer rum. Na, ich pull den einen Baum schon mal, dass wir jetzt gleich kein böses Erwachen haben. Kommt dann einfach zum Baum. Ah, oh, fuck, jetzt bin ich wieder ewig geroutet. Wo haben wir es hier? Hand der Freiheit. Machen wir den noch, bis alle da sind. Ja, hier ist so eine unsichtbare Wand. Ihr könnt hier runterspringen. Ich glaube, einer läuft nur rum, aber wenn wir einen großen Baum plus den Boss haben, dann müsste es gehen. In der Luft. Also wenn du in Indies gehst, dann ist Arcan sicher besser, ne? Aber gut, es ist halt auch immer so, wo du drauf Bock hast. Also ich habe meine Mages eigentlich auch fast immer als Dings gelevelt, als Frostmage. Aber wenn du halt alleine Questen rum bist, dann ist das oft ganz angenehm. Da kommt Feuermagier, haut auch richtig gut rein. Der Frost muss halt am Anfang nur casten, der hat nichts, was irgendwie instant geht. Ja. Baumbahnheiler? Ne, ich hab ihn. Haben wir alle, oder? Ja, mehr kommen nicht. Ja gut, zwei kriegen wir relativ easy. Bin richtig meiner für Hexer. Naja. Hexer ist halt mit dem Pet relativ angenehm. Ist auf jeden Fall ganz gut auf die Schnauze. Also ich freue mich schon auf die Kultiras-Menschen, dann kann ich auch endlich mal einen Dudu machen. Den fetten Dudu. Die Gestalten von denen sehen auch cool aus, ne? Also ja. Hier. Also wenn die Dings kommen, ne? Also Zandalari und Kultiras, ich will eigentlich bei beiden einen Druid spielen, weil beide Gestalten halt ziemlich nice aussehen. Also Dinos sind halt geil und diese komischen Baumviecher, die sehen halt auch geil aus. Also überlege ich gerade noch, habe ich da meinen Troll noch mal löscht, den 17er? Weil dann müsste ich den erstmal den Ruf haben und so weiter und gar keinen Bock drauf. Ja gut, du brauchst ja eigentlich nur den Ruf, den du ja eh schon lang farmen kannst, also oder? Hier bei den Kultiras-Menschen, den müsste man... Ich habe noch nicht mal einen Horde-Char auf 120. Achso, ja gut, okay, das ist natürlich dann... Da ist es eigentlich jetzt ganz gut, lauft mal hier zu mir, dass wir die hier einfach ganz am Rand laufen. Dann adden wir die einen nicht, sondern nur diese komischen Elis. Weil diese Windtypen... Ah, okay, wir werden... Ah, komm, lauft, dann kriegen wir die Windtypen nicht. Ja, perfekt. Ziehen wir die nämlich hier hin. Ich dachte, die laufen schon zu dir. Nö, die flitzen bloß immer relativ schnell hin und her. Theoretisch kannst du hier auch noch diesen Zusatztypen machen, den Prinzen für die Quest, aber das lohnt sich fast gar nicht, weil du für die Quest zu wenig kriegst. Oder was kriegst du? Ja, 5000 kriegst du für die Quest, kannst du echt vergessen. Hast du eigentlich SWTOR auch gespielt? Was, SWTOR? Nee, hab ich nicht gespielt. Wenn oben Star Wars Operation Flashpoint Channel gibt. Okay, nee, das an MMOs hab ich eigentlich nichts anderes gezockt. Hier, lass mal hier... Okay, wir haben geedit. Mein Bruder hat mal alles Mögliche durchgetestet, ne? Von, wie sie alle hießen hier. Ich glaube Eon, glaube ich auch mal. Und auch einen Haufen so Free-Games und so. Aber ich habe mir da mal ein paar angeguckt. Das hat mich jetzt nie so angemacht, muss ich sagen. Ich habe hier mit einem Kollegen, habe ich mal so ein, der war so gehypt von so einem Asia-Grinder, meinte, das ist so ein gutes Spiel, musst du mal angucken, so ein gutes Spiel. Das war halt einfach nur, es war halt einfach nur Mobs klopfen, da gab's halt, es gab halt nicht mal irgendwelche Quests oder irgendwas anderes, Dungeons, irgendwas, sondern es war nur damit bestimmt, dass du Mobs umbringen musst. Ja gut, wir werden sie adden müssen. Lass sie mitnehmen. Das war halt einfach nur ein riesen Grind und mehr war das halt nicht. Und die Steuerung, die war halt so mistig. Ja, ich glaube, ich kenne das Spiel auch. Wie heißt das nochmal? Ja gut, da gibt's einen Haufen solcher Asia-Grinder, die genauso aufgebaut. Und also. Weiß ich nicht, so, das ist halt einfach nicht meins, ja. Also da gab's halt. Gut, ich hab das jetzt auch nicht in die Tiefe gespielt, vielleicht tue ich dem Spiel auch Unrecht, ne? Das muss man ja auch immer noch dazu sagen. Aber das, was ich gesehen habe, war halt einfach nur. Ja, war halt einfach nur ein Gegrinde.
Mehr war es halt nicht und weiß ich nicht, das ist halt nicht das unbedingt. Ja, ich glaube, wir machen die Elementare einfach, weil das dauert jetzt zu lange da immer. Oder? Vielleicht Die laufen andere sie noch Richtung weg? wäre es sinnvoll gewesen. Das meinst du, dass wir einfach zurückgelaufen wären? Wir laufen einfach gerade um das komplette Ding. Sind die nicht genau? Naja, stimmt, die sind ein bisschen näher bei dem Ding, ne? Stimmt, ja. Hier außen rum zu laufen war der längere Weg. Weiß nicht, aber ich glaube, da sind genauso viele Mobs, oder? Auf der anderen Seite? Aber Da ein sind auch. kürzerer Weg. Ein kürzerer Weg ist es, Ist ja. kürzer, ja. Du hast aber, glaube ich, auch hier zwei wilde Mentoren. Ja, gut, man hätte es andersrum auch machen können. Jetzt müssen wir eh in die Mitte rein. Naja, also für ein Ding ist es wirklich. Der Weg war ein bisschen, wäre ein bisschen kürzer, ja, aber mehr Mobs hast du auf der Seite auch nicht. Irgendwie macht der Schaum auf dem Levelbereich kaum noch Heilung. Ja, das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen, dass das irgendwie vom Scaling nicht ganz so hundertprozentig passt, ne? Das hat mir letztes Mal auch schon die Problematik. Ah, Stimmt, vergiss das haben wir das. letztes Mal schon. Ja, also Jetzt das. spüre ich es halt gerade. Ha, ich weiß nicht, ob das dann fast sinniger ist, irgendeinen Low-Heiler mitzunehmen. Aber das sollte ja eigentlich auch nicht sein, ne? Also. Geht es nicht, also es geht schon, aber es ist halt unnötig schwer dann, weil es kaum noch grittet. Am Anfang grittet halt durchgehend, egal was ich mache. Ja, es ist vielleicht auch ein bisschen schwer zu balancen, wenn halt alles nach hoch und runter scalen kann, ne? Ich denke mal, Blizzard legt vielleicht auch nicht den hundertprozentigen Fokus drauf, dass das Level-Ding super ausgebalanced ist. Ist sie lief wunderbar. Weiß nicht, ob dann verschiedene Heiler anders im Scaling sind. Manche halt Aber. relativ viel im Vergleich dann. Ja, Schilde halt. Wenn du Ja, alles Schilde sind instant immer gut. raushaut. Und Schilde vor allem. Wobei ich irgendwie nicht mehr so ein Fan vom Diszi auf Max-Level bin, muss ich sagen. Klar, es ist eigentlich einer der besten Heiler im M+, ne? Weil er halt auch noch nebenbei damagen kann. Aber irgendwie, wenn du mal lower as Tank bist, ne? Der Diszi kriegt dich echt schwer hoch. Also das ist echt, echt immer so ein bisschen ein Kampf fast. Wenn ich da so ein paar, also auch im Raid, ne? Habe ich lieber einen Paladin oder einen Monk bei mir stehen als einen Diszi. Ich ein Dudo wegen Gelassenheit. Gut, Gelassenheit ist natürlich auch stark, aber ich rede jetzt von der Tankheilung an sich. Achso, ja. Okay. Also Naja, ne. Mönch fällt halt schon gut aus. Auch. Glaube mal, eine schnelle können wir theoretisch noch machen, oder? Wie viel, wo Ja, sind wir? wollen wir Schon die die Quest Quest noch einmal noch? ab? Weiß nicht Genau. gerade. Achso, warte, ich brech ab. Ja, dann lass die. Stimmt, die Quest können wir noch abgeben. Glaube, das kann schon XP, oder wie? Ich glaube, ich port raus und wieder rein. Das geht, glaube ich, schneller. Nee, Ja, das ist rauf doch rein. gleich hier vorne. Wir müssen den noch killen. Nee, den würde ich gar nicht mal machen. Der dauert ewig, du kriegst 5k EP, das kannst du vergessen. Achso, ja. Also, vor allem der ist richtig ätzend, der eine Mob. Den würde ich ehrlich gesagt skippen. Aber irgendwie sind alle Dungeons, wo wir gerade bekommen haben, scheiße, außer der erste. Ja, das ist jetzt halt so ein bisschen der. Das ist halt so der Levelbereich, der ein bisschen nervig ist. Sobald du in die ganzen Düsterbruch-Inis reinkommst, wird's ärgerlich, das Ganze. Solo oder Uldemann wäre nicht schlecht. Gibt's auch viele Aber, Quests. ja, aber Uldermann dauert halt auch schon, also auch schon ein Stückchen. Weil du da ziemlich viel zusammenziehen kannst. Das ist eigentlich von der Schwierigkeit, ist das eigentlich ganz gut gemacht. So, jetzt müssten wir da noch einmal nach. Warte mal, oder? Nee, die eine haben wir ja Die nicht anderen haben wir nicht gemacht. abgeschlossen. Okay, nee, passt, weil da für die eine musst du eh nochmal hochlaufen, wieder zurücklaufen. Gut, dann können wir eigentlich hier raus. Dann würde ich auch sagen, dann belasse ich es jetzt mit der ersten Folge hier und dann können wir gleich danach weiterbasteln. So, also dann einmal aus der Instanz raus. Gut, Leute, für die Folge soll es das gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.